Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Dani Rölp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir einige Siedlungen im Commonwealth dazu überredet, uns zu bezahlen, damit wir denen nichts tun und so, ne? Normales, diskret Zeug. Und ja, ich bin wieder hier in Nuka-Cola oder Nuka-Town, USA. Und ich habe meine Rüstung mal abgelegt und immer noch die Corki-Brille aufgezogen. Das hat seinen Grund, weil wir werden uns mal aufmachen, ein paar Corkis zu suchen. Und zwar habe ich was Gutes gefunden, als ich mein Zeug ein bisschen ausgemistet habe zu Hause. Und zwar einmal, nenne ich hier das hier. Hinweise zum versteckter Corki-Wettbewerb. Und ja, hier sind Hinweise, wo sich diese Dinger befinden. Wie gut, dass ich die jetzt erst gefunden habe. Und ja, ich habe mir ehrlich gesagt gerade diesen Hinweis hier angeguckt, und zwar am Fitztop Mountain, irgendwo unten, genießt Corki den Anblick des erfrischenden Brunnens. Das ist der Tipp hier für den Corki, der sich hier irgendwo befinden soll. Und ja, ich habe gerade versucht, die Aufnahme zu starten. Ich habe die Aufnahme gestartet und habe 10 Minuten lang gesucht und nichts gefunden. Deswegen habe ich die Aufnahme beendet und habe sie jetzt, nachdem ich den Corki gefunden habe, wieder gestartet. Und ja, ich habe ihn gefunden, und zwar ist er da? Wow. Bams. Ah, hab noch einen. Gott. Dann hätten wir das hier schon mal abgeschlossen. Er war nervig zu finden. Aber okay, ich habe ihn gefunden und das passiert. Deswegen habe ich die Aufnahme einfach nochmal neu geschaltet, anstatt hier 10 Minuten rumzulatschen und nichts zu finden. Und ja. Gehen wir mal dahin, wo uns noch welche fehlen. Und zwar, wo ist jetzt hier Safari Adventure? Da gehen wir mal hin. Da habe ich wie bekloppt gesucht und nichts gefunden. Ich bin mal gespannt, was der Dingens mir sagen wird, den weiß. Übrigens, falls euch der Part gefällt, könnt ihr mal einen Like, einen Kommentar oder ein Abo hinterlassen, um zu zeigen, dass euch der Part gefallen hat und diesen Kanal ein bisschen weiter zu helfen. Das wäre sehr toll von euch, ey. Boah, krass, Mann. Aber ernsthaft, das wäre sehr toll von euch. Und ja, ich glaube, in diesem Part werden wir nur diese Corki-Dinger suchen. Ich weiß nicht mal, wie viele uns fehlen. Ich glaube, wir haben schon die Hälfte oder mehr schon als die Hälfte. Ich weiß jetzt nicht. So 5, 6 oder so müssen uns noch fehlen. Einer haben wir jetzt wieder gefunden. Und ja, wir gucken jetzt mal, wo hier das Teil ist im Safari Adventure. So, da gab es ja zwei. Suche zwischen den Hecken. Mein liebes Kind, deinen nächsten Corki findest du im Labyrinth. Deinen haben wir schon. Das war der, der an der Wand in dieser Sackgasse war, im Labyrinth. Okay, auch diesen Corki hast du schnell entdeckt. Bei einer Tierstatue hat er sich versteckt. Bei einer Tierstatue, okay. Da, oder? Tierstatue, Tierstatue. Das ist irgendwo hier im Primatenhaus. Das Dingern, also nehme ich mal an, irgendwo da. Mal wieder Licht an. Ich bin cool, dass die Taschenlampe so dem Pip-Boy angleicht. So, wo? Aha! Kein Kommentar? Okay. Gut. Das war nicht schlecht. Das ging doch ein bisschen schneller, als ich gedacht hätte. Und ja, wo fehlt uns noch eine? Wir merken, wo in Dry Rock Gulch, da habe ich auch wie blöd gesucht. Ich habe hier eigentlich schon jedes Gebiet wie blöd abgesucht, ne? Kaum komme ich hier an so ein paar Hinweise, finde ich wieder, warte, da darf doch einfach nicht wahr sein. Ja, okay, den einen, den in Nuka-Town, USA, den habe ich auch erst nach 10 Minuten gefunden. Also ja, sehr gut, ne? Aber es macht es ein bisschen einfacher, gibt mir wenigstens so ein paar Hinweise. Ich habe mich ja immer aufgeregt, dass ich die überhaupt nicht finde. Aber ja, die haben uns doch ein paar Hinweise gegeben. Die Sierra hat uns wahrscheinlich irgendwie die Hinweise gegeben. Und ja, macht es natürlich doch ein bisschen einfacher. So, Dry Rock Gulch. Hier. Corki ist in der Nähe des Bodens zu sehen. Suche an dem Ort, an dem Grabsteine stehen. Um den nächsten Corki zu finden, musst du mutig sein und dort suchen, wo Matt Mulligan wühlt nach Gold im Stein. Das haben wir schon in der Mine. Grabsteine. Okay, ich weiß, hier ist irgendwo ein Friedhof.
aber ich habe nie, glaube ich, da genau gesucht, jetzt wo es mir so einfällt. Am Boden jedenfalls, am Boden im da. So hier schon. Okay, am Boden. Wo? So voll makaber. Na, irgendwo am Boden. Hier ist es doch, oder? So, irgendwo da, hallo. Hinweis Nummer 7. So, wie viele waren es noch mal? Ja, bin ich wahrscheinlich Kopf in der Apfelanlage in Galactic Zone. Na, okay, das ist nicht schlecht. In der Galactic Zone fehlen uns ganz viele, merke ich gerade. Gut, gehen wir mal da zur Galactic Zone. Oh, geil. In Fallout New Vegas, wo man die Raketen abgeschossen hat. Ritter Valkyren, glaube ich, heißt das Lied. Ich bin mir ziemlich sicher, es heißt Ride of the Valkyrie, also ja, Ritter Valkyren. Okay. Ja, mal 2 zu finden, das wird ja sehr toll. Zeig mal. Galactic Zone. Geh durch die Sterne und schau dir alles an. Den fröhlichen Cocky wirst du finden als dann. Ein Abenteuer im All erwartet dich und unter den Starport siehst du in Corkys Gesicht. Geh durch die Sterne und schau dir alles an. Geh durch die Sterne und schau dir alles an. So, ist das irgendwo drinne? Nee. Starport nur. Gehen wir mal da. Ich muss mal kurz hier weggehen, damit ich sehen kann, was da für ein Tipp ist. Damit ich sehen kann, ob das irgendwie da drin ist oder nicht. So, boah. Unterm Starport. Was ist ein Starport? Also ja, sie das. Die Dinger finden unterm Starport, also nehme ich mal unten. Wo die habe ich auch noch gar nicht nach dem Teil gesucht. Also wäre ich muss irgendwie hier das Ding öffnen. Das wäre ein bisschen nervig. Ich glaube nicht, dass das hier drin ist. Also nicht, ob das irgendwie am Boden oder am Decke ist oder so. Ja, an der Wand meine ich. Aber immer irgendwie so, weiß ich nicht. So ein Verdacht in der Nähe von diesen Dingern immer ist. So, das ist auch draußen. Oh, gucken wir uns noch mal den Dings an. Ich bin jetzt im Starport. Ein Abenteuer im All erwartet dich. Und unter dem Starport siehst du Corks Gesicht. Also hier, ne? Nehme ich an. Bist du denn? Ist der Lama Man. Fusionskerne, hallo. Und übrigens irgendwelche Sachen zum Aufschließen sind, dann mache ich die auf für meinen Kollegen. Bin schon wieder doof, dass es hier dunkel wird. Ja, blöd bei der Suche. Ich habe schon wieder zu lange brauche, werde ich natürlich wieder ein bisschen hier rumschneiden. Also nicht wundern, wenn irgendwann so ein Jump Cut kommt irgendwie. Hallo. Nett. Die Erforschung von Sprachherausforderungen. Nee, wir haben keinen Corki gefunden, aber wir haben noch keinen Corki gefunden. Aber eine Ausgabe. Also auch was. Sehr geil. Sprachherausforderung ist auch nicht schlecht. Ach, deswegen sieht es ja so aus. Stimmt. Ach ja, ich habe ja das Rudel in Space ja gemacht, ne? Warte mal. Das ist nichts. Und Starkern. Nein, boah.
Ja, wir finden aber andere tolle Sachen hier, ist auch nicht schlecht. Aber noch nicht das, wofür wir ja gesucht haben. Halt? Nee, verdammt. Aber nicht, ich glaube langsam nicht mehr, dass hier ist. Oh, hallo. Ach, den Weise. Hab's fast geschafft. Sehr gut, gerade wo ich aufgegeben habe. Okay. Sehr gut, muss ich auch nicht schneiden, weil ich ja die ganzen Sachen gefunden habe. So. Gucken wir uns den Hinweis nochmal an, ganz schnell. Und geh durch die Sterne und schau dir alles an. Im fröhlichen Cocky wirst du finden als dann. So. Das ist aber nicht da drin, weil sonst wäre Zeichen nicht so außerhalb. Es wäre irgendwie so in der Tür drin. Speichern wir mal. Geh durch die Sterne und sieh dir alles an. Cocky findest du dann als... Ach, ich habe so eine Idee. Es gibt doch hier diesen komischen Tunnel, wo diese ganzen Geschütze waren. Wo war der nochmal? War doch irgendwo so ein Tunnel. Da waren auch so Geschütze immer an der Wand. Bestimmt meinen die das. Jetzt nur wisst ihr, wo der nochmal ist. Da drin ist er nicht. Ich bin schon wieder so weit. Ist der Tunnel, der ist doch bestimmt da drin. Ich ihn jetzt nur wiederfinden würde. Wette, der ist da drin. Na los, na los. Wo genau ist da? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist ein blöder Tunnel, den ich suche. Ich dachte, der Mond besteht aus Käse. Alter. Ich suche einen Tunnel mit Sternen und so. Starkerne kann ich ruhig auffinden. Das ist jetzt nicht so das Problem. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich brauche, aber die muss ich auch noch irgendwann suchen. Da. Hier ist er doch bestimmt, ne? Da. Das ist muss ich doch an diesem Tunnel ist das. Fehlt nur noch einer. Nur noch einer, geil. Und Starkerne lassen wir jetzt drin, ne? So, der letzte ist wo? Der ist in der Apfelanlage, genau. Und der ist da drinne, weil sonst wird das Zeichen so anders aussehen. Okay, dann müssen wir noch da rein, dann können wir zu Sierra gehen, die uns hoffentlich irgendwas Gutes gibt. Bestimmt eine einzigartige Waffe oder irgendwie sowas, hoffentlich. Oder irgendeine Kleidung. Ich will eine einzigartige Waffe. Den einzigartigen, weiß ich nicht. Wie nennt man das nochmal hier? Diesen Wasserspritzer hier, die Wasserpistole. Den Durstlöscher, genau. Dann schießen wir irgendwie Wasser mit Elektroblitz drin, der jeden sofort tötet, den ich dabei treffe. Das wäre geil. So, das ist da drin. Weil das Ding zeigt uns auch, wir sollen rein. Da habe ich aber auch schon wie blöd gesucht und habe auch nichts gefunden. Aber naja, so viel dazu. Wie viele Part ist das nochmal hier? Was sagt gar nicht. Ich will jetzt nicht nachgucken am PC, weil dann läuft immer irgendwas schief, wenn ich gerade von am PC mache, während ich aufnehme. Gott. Habe ich auch schon alles rauf und runter. Bin immer gespannt. So, Apfelanlage. Oder den Fluss hinab und erlebt den wilden Westen, wo sich Cork versteckt. Gehörst du zum Test? Beim Test zu den Besten? Wilden Westen, alles klar. Okay, dann gehen wir das Ding ja mal lang zum wilden Westen. Ja. Yeah. Oder? Ja. Kaktussen sind hier, also. Victory.
Nirgendwo. Hallo. Das sind alle 10 Hinweise. Sollten zurück zur Sierra. Mal sehen, ob sie was damit anfangen kann. Gut. Haben wir dann auch abgeschlossen, ausgezeichnet. Gut, das ging doch ein bisschen schneller, als ich gedacht hätte. Okay, wenn ich jetzt die 10 Minuten noch mit drin gelassen hätte, wo ich den ersten gesucht habe, wären wir jetzt bei 25 Minuten, dann hätten wir die den Hinweis zu Sierra gebracht und dann wären wir so auf 30 Minuten gekommen, aber was soll's. Kannst ja nicht alles haben, Mann. Gut, ich muss auch noch Medaillen und so was finden. Ja. Ja, auch so eine Sache. Könnten wir ja auch noch machen. Damit wir hier so ein paar Sachen hinter uns haben. Vielleicht kriegen wir ja geile Sachen. In Aeons kriegt man normalerweise immer ein paar gute Waffen oder Rüstungen oder irgendwie so was. Von der Perspektive sieht das Ding komisch aus. Sehr komisch. Übrigens fröhliche Weihnachten. Ich nehme das ja gerade am 25.11. auf. Jetzt haben wir Weihnachten. Ja. Geil, was? Ah. Ja, kein Weihnachts-Addon für Fallout. Die Addons sind sowieso schon längst vorbei. Und trotzdem, die Addons kommen irgendwie nicht annähernd heran an die von Fallout 3. Okay. Wo bist denn du? Da bist denn du. Hoffen wir, dass sie die Corgis nicht zu gut versteckt haben. Nee, ich habe alle versteckten Corgis gefunden. Jeder mit einem Buchstaben. Super. Ich schaue mir die Buchstaben mal an. Tja, jeder, der so oft Werbeartikel von Nuka-Cola gesehen hat wie ich, wäre da schnell drauf gekommen. Die Buchstaben ergeben das Wort Refreshing. Also erfrischend. Das war einfacher, als ich erwartet hatte. Verdammt, ich dachte, das ergibt Fresh Ginger. Frischer Ingwer. Das Zeug ist super im Tee mit Honig, Zitrone, etwas Brandy oder auch viel Brandy. Netter Versuch, aber das ist viel zu lang. Ich denke, Refreshing passt am besten. Die Tür müsste zu Burtons Büro führen, aber sie ist verschlossen. Man kann sie nur mit Hilfe des Tastenfelds öffnen. Ich denke, wir müssen nur die 10 Ziffern eingeben, die das Wort Refreshing ergeben. Du hast die ganzen Corky-Hinweise gefunden, also solltest du auch den Code eingeben dürfen. Boah, das heißt, ich muss Arbeit hier machen, ne? Müssen wir dahin? Ach ja. Sag mir nicht, ich muss das nicht. Ich bin total alleine, gut. Wie willst du denn hier Refreshing eingeben? Gehen wir rein. Warte, hier sind doch noch Zahlen. Was? Lass uns sorgfältig suchen. Hä? Wie hat er denn da Refreshing eingegeben? Da sind Zahlen. Ich habe Morsecode eingegeben. Binärcode oder so, ne, geht doch gar nicht, sind nur noch 2 Zahlen, oder? Egal. Ich habe 01. Ich habe bestimmt Binärcode eingegeben. 01100011100. So. Die Formel ist garantiert versteckt. Brad Burton hätte sie nicht. Ach. Weil deswegen hat er auch die ganzen Dinger hier verteilt, die Corkis, ne, damit er will, dass das jeder findet. So. Ich muss auch gar nichts zu looten. Ja, die findet wahrscheinlich schon alleine alles, ne? Nur keine Nuka-Colas mehr mit. Das ist auch nicht viel, ja. Wir müssen genau suchen. Was wir suchen, dürfte nicht leicht zu finden sein. Hi. Wow, look at the place bei Tom's von Safar und hey, cool. Sind auch die Tipps dran. Nuka-Cola Raum. Was die Produktion von Nuka-Cola Clear angeht, ich glaube, es ist klar, dass wir hier mit etwas Abstand die Fakten bewerten sollten. Projekt Kobalt hat uns Quantum gebracht. Ich denke, wir sollten ihr Marktpotenzial nutzen, bevor es jemand anderes tut. Hm. Außerdem wäre es ziemlich teuer, beide Geschmacksrichtungen in die Produktion aufzunehmen. Das Geld würde ich lieber für Quantum-Werbung nutzen. Geschafft. Geschafft. Noch ein Ding.
denn hier? Wir müssen hier jeden mein Gott. Es ist nämlich irgendwie ein Ding ins Ziel, diese, wie heißt die Serie? Gumball? Ich höre gar nicht. Fun. F steht für Freunde. Sieh dir den Ort hier nur mal an. Ich höre überhaupt nichts. Mein Gott. Oh, die Flasche wird voll verkrüppelt hier durch alles, mein Gott. Ne? Was zum Teufel? Geil. Hey, Finger weg. So, jetzt muss ich mal gucken, was habe ich hier noch mal gefunden. Ja. Was habe ich jetzt noch mal gefunden? Das ist jetzt eine gute Frage. Wir waren mit Nuka Cola, glaube ich, ne? Nuka Cola Raum. Clear angeht, ich glaube, es ist klar, dass wir hier mit etwas Abstand die Fakten bewerten sollten. Projekt Kobalt hat uns Quantum gebracht. Ich denke, wir sollten das Potenzial nutzen, bevor es jemand anderes tut. Erwarten Passwort. Es ist ziemlich teuer, beide Geschmacksrichtungen in die Produktion aufzunehmen. Das Geld würde ich lieber für Quantum-Werbung nutzen. Und demnächst kommt die Geschmacksrichtung Zitrone Limette auf den Markt. Also ist irgendwo ein Raum. Zwei durchsichtige Sorten mit unterschiedlichen Kampagnen bewerben. Angesichts dieser Fakten bleibt mir keine andere Wahl, als die Produktion von Nuka Cola Clear für mindestens 2 Geschäftsjahre zu verschieben. Also irgendwo ist hier ein Raum versteckt. Ich wünschte, ich hätte vor dem Krieg hierher kommen können, nur um zu sehen, wie es war. Schon wieder irgendwas suchen, ne? Ist hier, ich weiß. Und sie ist verdammt gut versteckt. Hallo. Schau dir das an. Mr. Bradburton, Sie waren ganz schön verschlagen. Wer hat das gedacht? Ein Nuka-Cola-Automat. Es war mit Nuka-Cola versteckt. Ist das Ding nicht? Okay, dann gehe ich. Wow. The Vault. Was ist das hier? Schauen wir uns das mal näher an. Okay. Das ist mal interessant. Ich hätte nicht gedacht, ob wir in der Vault hier kommen. Welche Vault ist das hier? Welcome home. Ja, ich nehme doch die Dinger mit. Wir sind keine Feinde, oder? Ihr wollt bedeutet immer gute Belohnungen, finde ich. Das ist echt interessant. Komm. Jetzt bin ich sehr groß hier. Hallo. Oh, schon wieder eine Person, die Jahre überlebt. Ich hatte alle Hoffnung verloren. Oh mein Gott, es lebt. Er lebt? Mein Name ist Sierra, Sir. Ich bin Ihre größte Bewunderin. Ich liebe Nuka Cola mehr als alles andere. Was für eine Ehre. Du da, mit dem Pip-Boy. Was tust du hier? Keine Ahnung. Ich habe den Wettbewerb gewonnen. Das ist alles Sierras Idee. Sie ist hergekommen, um den versteckter Corki-Wettbewerb zu gewinnen. Der Wettbewerb? Das ist alles so lang her. Das war ein anderes Leben. Bevor ich
zu diesem Monster wurde, bevor ich hier Jahrhunderte in Einsamkeit leiden musste. Was hast du, Sierra? Das hatte General Braxton die ganze Zeit geplant. Verdammt! Er nannte es Projekt Kobalt. Im Austausch gegen meine Waffenpläne sollte ich Zugang zu lebensverlängernder Technologie bekommen. Ich bin so ein Idiot, dass ich ihm geglaubt habe. Er hat mir nie gesagt, dass dies hier der Preis dafür wäre. Schlau genug, um Nuka-Cola zu erfinden? Aber darauf bist du reingefallen? Ja, mach nur deine Witze. Oh. Aber ich habe im Leben sehr gut. Zehnmal mehr erreicht als jeder, den ich kenne. Einschließlich dir. Naja. Solange noch einer auf dieser Welt Nuka-Cola trinkt, lebt mein Vermächtnis weiter. Egal, was aus mir geworden ist. Eine Waffe? Nicht zu fassen. Warum sollte ein Genie, das der Welt so viel Freude bereitet hat, sowas Zerstörerisches erfinden? Ein Genie ist rastlos. Es muss wachsen, neue Herausforderungen suchen und Grenzen testen. Ja, deshalb eine Waffe. Es sollte eine quantenoptimierte Variante des tragbaren Standardsprengkopfs sein. Prototypen befinden sich sogar in dieser Kammer. Du kannst sie haben, unter einer Bedingung. Soll ich töten? Ich will, dass du die Maschine abschaltest, die mich am Leben hält. Ich will sterben. Was? Nein! Es muss eine bessere Lösung geben, als dich zu töten. Du hast leicht reden mit deinen eigenen beiden Beinen. Du kannst ihn nicht, nicht einen Roboter oder so tun, ins Körper holen. Du kannst ihn nicht töten. Er ist ein großer Mann. Er hat Nuka-Cola erfunden. Das Beste auf der Welt. Junge Dame, er hat. Du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Qual es ist, hier allein zu sein und jahrelang dieselbe Wand anzustarren. Also halt bitte den Mund, während ich mit der rational denkenden Person rede. Mir ist klar, dass wenn ich eins bin, dann national. Aber für dich springt auch was dabei raus. Wenn der Strom abgeschaltet ist, öffnet sich die Tür zum Tresorraum automatisch. Bedien dich. Mir ist das alles egal. Also, bitte, befreie mich endlich. Ich kann diese Einsamkeit nicht länger ertragen. Warte, warte, warte. Ich habe eine Idee. Mr. Brad Burton will sterben, weil er einsam ist, richtig? Naja, ich könnte bei ihm bleiben, ihm Gesellschaft leisten und mit ihm reden. Er ist schließlich sowas wie ein Held für mich. Da ist was dran. Aber ich will eine Entschädigung für die experimentelle Munition. Ich habe eine Sache, die dich interessieren könnte. Ich habe einen Nuka-Cola-Anzug aus einer Sonderkollektion. Der ist echt schick. Und es wurden nur wenige davon hergestellt. Er ist einer meiner größten Schätze. Aber ich wäre bereit, ihn dir zu überlassen. Ein Nuka-Cola-Anzug? Das ist armselig im Vergleich zu dem, was ich dir anbiete. Deine Entscheidung. Aber ich bitte dich, mir ich werde mal hier speichern. Wunsch zu erfüllen. Niemand sonst kann mir helfen. Mir leid. Ich würde es nicht aushalten als eingefrorener Kopf, so ganz ohne Nuka-Cola. Okay, ich würde sagen, ich entscheide mich in der nächsten Folge und dann werden wir mal gucken. Cool, die sehen alle anders aus. Dann werden wir mal gucken, welches Angebot. Ich werde mal beide Wahlen machen und so gucken, einfach nur. Ich würde ja den. Weiß ich nicht. Mir eigentlich egal, was mit dem passiert. Entweder töten oder nicht töten, das ist mir jetzt eigentlich egal. Weil ich kann verstehen, dass den, weil nicht, dass den auf den Nerven geht hier. Die wird den wahrscheinlich auch irgendwann nach Jahrzehnten auf den Nerven gehen oder so. Und ja, mal schauen. Ich werde jedenfalls beide Sachen mal ausprobieren und dann werden wir uns schon entscheiden. Ich bedanke mich jedenfalls alle fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr einen Like, einen Kommentar, ein Abo oder sonst irgendwas hinterlassen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Tschüss.